Es ist ja alles so lustig und Lachen ist gesund. Was? Ja, das war jetzt zynisch. Was hast du erwartet von mir? Ha? Nächstenliebe? Du von mir? Du hockst da hinten in dem Büro, ja? In deinem Veranstaltungsbüro und planst Druckereitermine, das ist dein einziges Problem? Ja, du sortierst Fotos von Künstlern und verbesserst geniale Ankündigungstexte zu Reader's Digest Syrup, das kannst, ja, du planst Saisonen. Oh, das taugt am allermeisten, weil das ist Macht, ja. Du spielst, weil du einen Vertrag hast, ja, ob du willst oder nicht. Wieder, liebe Gott. Was hast du, das interessiert dich nicht? Du bist wieder, liebe Gott. Das willst du nicht hören, der Gottesvergleich, ist dir das unangenehm? Bist du katholisch? Bist du irgendwie angerührt oder was? Du bist wieder, liebe Gott, ganz genau so bist du. Der fragt ja auch nicht, ob man überhaupt auftreten will, entschuldigen. Sind Sie gefragt worden? Ich bin nicht gefragt worden. Der liebe Gott, ja, super Typ, der stößt ins Leben und sagt, spül. Ob du willst oder nicht. Der sagt, schau, ich schenke dir das Leben. Und ich sage, boah, das Leben, was ist denn das? Und er sagt, na, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich sage, naja, Entschuldigung, die Trojaner hätten sich ja einiges erspart. Und er sagt, sei nicht so frech. Dafür darfst du hinterher ins Paradies. Und ich sage, puh, das Paradies, was ist denn das wieder? Und er sagt, ja, das ist das Paradies, das ist nur Reggae, Bacardi und geile Weiber. Und ich sage, naja, das klingt ein bisschen stressig. In der Ursuppen ist eh ganz angenehm. Und er sagt, ja, aber da gibt es keine Liebe. Und ich sage, Liebe, was ist denn das wieder? Und er sagt, Liebe, das ist, wenn du Schmetterlinge im Bauch verspürst. Und ich sage, ja, das kenne ich, das habe ich bei Blähungen auch. Ja, und er sagt, sei nicht so deppert. Und ich sage, naja, ich habe es nicht ausgehört, wie ich bin. Und er sagt, feige Sau. Und ich sage, geh doch selber leben, wenn es so leibend ist. Und er sagt, brauche ich nicht, der Bub war eh schon. Und ich sage, na, wie war's? Und er sagt, ja, gekreuzigt haben sie ihn. Und ich sage, na, super. Ja. Und er sagt, ja, finde ich auch. Und schickt mir die nächste freie Gebärmutter. So ist er. Wenn ich Glück habe, ist eine afrikanische Gebärmutter, dann bin ich wenigstens gleich im Paradies. Wenn ich ein Pech habe, darf ich in Europa leben und 100 werden. Ist es nicht hervorragend? Von der Pharmaindustrie unterstützt 100 werden. An Schläucheln und Kabeln 100 werden. Ja, darf bei Eltern leben, die mir ihre Liebe schenken in Form von Xbox spielen. Darf in ein katholisches Internat gehen und mich mit Ovid, Plautus und Aristoteles amüsieren, die überhaupt nicht Fußball spielen können. Darf studieren, was ich will. Ja, weiß eh wurscht ist. Ja, jedes Bildungssystem hat halt so seine Lücken. Oder Karriere mit Lehre machen. Was? Karriere mit Lehre, Entschuldigung. Fleischhauer, Installateure, Automechaniker, die können heute durchaus auch schon am Arlberg Skifahren gehen. So ist das heute nicht mehr, ja. Dazwischen mehrmals verlieben, verletzen, trennen, die Kinder am Wochenende besuchen und ich kürze ab, endlich einsam sterben. Und wenn ich mich dazwischen nicht immer politisch korrekt verhalten hätte, muss ich vorm Bacardi noch ins Fegefeuer. Na, danke. Danke, lieber Gott, für dieses Geschenk. Wunderbar.